Die Andacht zum Tag aus den Kirchengemeinden rund um Grünstadt und Bad Dürkheim. Da rief er ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte und sagte: Amen, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht in das Himmelreich hineinkommen. Hallo, und ihr hört heute Bianca Wüst aus Dirmstein. Ja, ich bezeichne mich oft selbst als ein Kindskopf. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Dieses doch so wichtige Kinderdenken von heiler Welt. Kinder kommen auf die Welt, hilflos, auf Hilfe angewiesen. Lassen wir uns als Erwachsene auch noch helfen? Oder wissen wir immer alles besser? Lehnen Hilfe ab? Kinder werden geformt durch das Leben der Eltern. Wir Erwachsenen, an welches Himmelreich glauben wir? Wenn wir im Hintergrund hören, weißt du, wie viel Sternlein stehen? Sehen wir noch manchmal in diesen irdischen Himmel und erkennen die Sterne? Oder haben wir für dies alles keine Zeit mehr? Nehmen wir uns mal wieder Zeit, nehmen die kindliche Sicht ein, schauen in den Himmel und lassen uns einfach mal fallen. Fallen in Gottes Hände, in die Bilder, die vielleicht vor uns auftauchen und entdecken hinter dem unsichtbaren Himmel das wahre strahlende Himmelreich, das uns einst doch alle nach dem irdischen Leben erwartet. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Jesus will, dass wir wie Kinder werden, stark und frei und voller Vertrauen, gerade weil die Welt manchmal so hart ist. Wir können dem, was uns Angst macht, dem Terror, Krieg und der Ungewissheit, am besten mit Vertrauen und innerer Freiheit und Offenheit begegnen. Denn wir sind und bleiben Kinder Gottes. Wir sind und bleiben in allem, was kommt, geliebt von unserem Vater, gehalten und geborgen. Blicken wir mal wieder kindlich zum Vater in den Himmel und sehen dann das wahre Himmelreich vor Augen. Wir wollen beten. Lasst die Kinder zu mir kommen. Ihre ist das Himmelreich. Spricht der Herr zu seinen Frommen, freundlich mahnend, mild und weich. Zärtlich von der Mütter Armen nimmt die Kinder er zu sich. Voller Liebe und Erbarmen segnet er sie gnädiglich. Selig, wer als Kind gekommen zu dem Herrn, dem Kinderfreund. Selig, wer den Ruf vernommen, gläubig sich mit ihm vereint. Lasst die Kinder zu mir kommen, ihre ist das Himmelreich. Es segne uns der kindlich liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.